Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Wir sind gespannt auf diese Folge, weil wir haben das ja schon vorbereitet, dass wir hier unsere Dinosaurier machen können. Wir fangen mal mit dem und mit der ist zu teuer. Der ist auch zu teuer. Der ist auch noch zu teuer. Ja, dann haben wir ja schon den richtigen gepickt, mit dem wir anfangen. Den setzen wir, glaube ich. Wo setzen wir den denn hin? Das ist das Größte. Das ist, glaube ich, für den T-Rex oder den Dominorex. Ich würde den hier reinsetzen, glaube ich. Das ist der Kleinste. Machen wir hier das Tor auf. Dann ist das für dich. Okay? Wenn du rauskommst, ja? Wenn du rauskommst, geradeaus durch, nach der linken Seite. Perfekt. So, wir bauen hier Attraktionen bzw. Ein paar Läden hin. Warum? Ganz einfach. Weil das wichtig ist, dass wir was zu essen kriegen hier hinten. So. Passt hier irgendwo was hin? Das ist nicht mittig. Hätte den Weg halt auch mittig bauen können, ne? Machen wir nochmal den Weg mache ich neu. Das könnte uns ein bisschen was bringen. Dass wir halt so ein bisschen ersparen können am Weg. So. Gäste trinken. Trinken. Also Fast Food, sagen wir es besser so. Sabotage im Gange. Ich würde einiges dafür geben, die anderen Abteilungen beim Sabotieren der Sicherheit zu erwischen. Fahrzeug lenken. So. Bestätige Nachschubanfrage für Scheiße. Shit. Das ist genau das, was wir beim letzten Mal auch schon mal falsch gemacht haben. Oder was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Zack, wir haben nicht geforscht. Genau das ist jetzt auch wieder. Wir haben nicht geforscht. Naja. Wir kümmern uns jetzt um wichtigere Sachen. Und zwar, wie kriegen wir das jetzt hier vernünftig? Das eigentlich auf diesem Niveau machen sollen, ne? Wäre, glaube ich, besser. Alles kurz dieses Niveau annehmen, ja. Alles dieses Niveau. So, das sieht, glaube ich, besser aus. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Wir werden sehen jetzt. So, wir waren bei der Bar. Kommt da die Bar hin. Kommt da ein kleiner Laden hin. Komm schon. Da war gerade was. Da. Da kommt ein kleiner Laden hin. Eine Restaurant wäre noch ganz cool. Sogar noch ein bisschen näher ran bei uns. So. Und dann machen wir noch eine Bowlingbahn. So. Sehr schön. Dann werden wir das Ganze jetzt hier mit Wegen bekreuzigen. Und mit Umspannwerk. Eins reicht auch. So, hier gucken wir noch, dass wir das müssen wir tauschen. Aber wir sollten erstmal forschen. Weil sonst sind gleich alle weg.
Tupper. Scheiße, es gibt wieder so viel. Boah, ist das teuer. Leck mich am Arsch. Salmonellen? Das ist das, was der Ei eben hatte. Alles klar. Das heißt, wir müssen nachher alles wieder forschen, bevor wir weitermachen, weil sonst geht's wieder den Bach runter. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. So, hier können wir mal zumachen. Oh, machen wir mal zu. Zack. Kann nicht auf sein. So, das hier unten gefällt mir an für sich eigentlich schon ganz gut. Gefällt mir eigentlich ganz gut hier unten. Gästen hier unten auch. Das ist ganz gut. Wenn das dafür zählt, wäre das cool. So. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Was machen wir jetzt hier? Nicht so viel, aber ein bisschen. Aber hier kriegen wir ja jetzt gleich eine Attraktion rein. Ich weiß nicht, ob wir die machen sollten. Machen wir trotzdem. Weil wir brauchen die Attraktion hier. Und wenn die hier schon mal ist, könnte da schon mal was laufen. Da haben wir übrigens die Vorkehrung vergessen, die wir sonst überall gemacht haben. Zack. So, wo bist du? Wohin läufst du? Einmal raus. Hier mit einem reicht's. Einmal raus, hinten durch. Ganz hinten links. Bitte. Geh durch. Sehr gut. Bis hinten durch gehen. Weiter? Oh Kacke, was macht die Ziege denn da? Nicht, dass ihr die Ziege jetzt erst frisst. Links, links, links. Du musst nach links. Links. Oh. Dann frisst erst die Ziege. Schön, aber dass es dir hier schon auf dem Gang gefällt. Wäre nett, wenn du da reingehen würdest. Haben wir hier noch ein Tor? Oh, perfekt. Nein. So. So, perfekt. Zack. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Die ganzen kranken Tierchen hier. Aufgabe erhalten. Ganzen Tierchen hier. Kommt auf die Liste. Aufgabe erhalten. Kein Problem. Kommt auf die Liste. So, jetzt sind alle raus. Tuberkulose, haben wir gemacht. Was gibt's denn jetzt hier Neues? Im Übrigen. Daddy. Ich glaube, die forschen wir jetzt trotzdem erst noch alles, ne? Auch wenn ich das Geld nicht habe, forschen wir jetzt eh noch alles. Da müssen wir erst noch alles forschen, da tief nix. Das forschen wir erst alles. Weil sonst brauchen wir nachher und wir haben es nicht. Und dann ist wieder Buh. Ja, ist wieder scheiße. Hey du, geht nicht. Ich versuche gerade alles mit Rechtsklick rauszunehmen. Bitte geht nicht. So. Die, nein. Da sind wir wieder völlig zufrieden. So, das Einzige, was wir machen können, was wir jetzt schon die ganze Zeit nicht gemacht haben, was natürlich dumm ist, wir von ihm Aufträge annehmen. Diesen Auftrag anzunehmen. Na klar. Machen wir doch. So, jetzt können wir hier bei dem nochmal gucken. Wo ist er denn? Hallo? Wie geht's dir hier? Das ist für dich schon ein bisschen zu viel, ne? Ist aber kein Problem.
Ja, ist das schöner für dich? Oh ne, das ist zu wenig Wald. Alles klar. Entschuldigung. Reicht, alles gut? Schön. Dem geht's gut. Kira. Kira, wenn denn eine Kira? Wir wissen auch immer, was damit gemeint ist. Schön. Wir müssen weiter forschen. Leider Gottes müssen wir weiter forschen. Aber wir können das jetzt mal eben gucken, ob das hier so ist. Ich meine, klar, bei dem sollte das eigentlich gedeckt sein, oder? Essen? Die sind alle gedeckt, so wie es aussieht. Trinken, was ist das? Einkaufen nicht? Einkaufen nicht? Wieso kannst du denn hier nicht einkaufen? Bar, Fast Food, Kleiderladen? Ist Kleiderladen nicht einkaufen? Was ist denn Kleiderladen? Einkaufen. Das sollte aber reichen, das Stück. Also ich meine, so weit weg ist das jetzt nicht. Wir können gerne einen Overall daraus machen. Das so machen. Gibt schon wieder schlecht Wetter. Dachte kurz, es wäre wieder soweit. Schlecht Wetter, Alarm. So, forschen müssen wir da. Das Hickhack mit der prähistorischen Natur ist nicht einfach, aber sie machen den Job richtig gut. Antibiotikum gegen Salmonelle. Salmonellen. Der Dinosaurier optimiert ist. Okay, kostet jetzt. Was? Wie viel hat das gekostet? Bandwurmparasit? So viel? Ui. Ui, ganz schön teuer. Wie viel haben wir denn? 2200, okay. Aber es geht. Wir mausern uns langsam. Der Hund liegt. Ich. Danke. Bärchen, hm? Ach, der legt sich immer wieder unter meine Füße. Das hat er letztens schon wieder gemacht. So. Bisschen Kohle brauchen wir noch. Aber ich finde, es geht. Wird langsam. Es können zwar mehr sein. Aber es geht. Wissenschaftszentrum, das haben wir gar nicht gebaut. Sicherheitszentrum. Wo haben wir das denn gebaut? Das habe ich gar nicht gebaut. Das war bestimmt schon. Hm. Okay, ja, umso besser. Umso besser, umso besser. Was bist du jetzt hier? Park überfüllt um 5%. Okay, Fossilien. Jetzt kriegen wir ein bisschen Kohle wieder rein. Zack, zack. Zack, zack. Schicken wir es wieder weg. So. Den nochmal. Den nochmal. Dann ist der, glaube ich, bald voll. Und wir haben wieder ein bisschen Geld, um das zu investieren. Halt nicht daran. Ja, es ist so viel, ne? Aber wir brauchen es. Es hilft nichts, wenn man. Ich habe es schon so oft erklärt. Das Risiko gehe ich nicht ein. So, jetzt können wir aber sparen. Für unseren ersten. Also für unseren nächsten Dinosaurier. Und zwar. Der Spino war 2,5. Der hat eine Wertung von 266. Ist jetzt eh nicht so viel Unterschied. Beide gibt es hundertprozentig. Der ist eine ganze Ecke. Teurer, bringt aber auch mehr, aber ist sehr viel teurer.
Wir fangen, glaube ich, erstmal mit dem Spino an. Und danach der T-Rex und danach der Indominorex. Also 2,5 müssen wir haben. Könnte aber irgendwann gut gehen. Ah, jetzt ist der Spino da auch fertig. Das heißt, wir kriegen da jetzt eh wieder relativ gut Kohle dann nachher rein. Wenn wir die Genome fertig haben, trotzdem forschen oder ausgraben, kriegen wir eh ganz gut Geld rein. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Wisst ihr ja eh. So viele, die hier schon so lange zugucken dann. Oder auch nicht. Läuft durch die Gegend. Also ich verfolge die jetzt gerade mal ein bisschen, gucken, was sie so macht. Das ist ja eine Wissenschaftlerin, ne? Und die läuft hier einfach durch die Gegend und die grüßt einfach irgendwelche Leute. Ach du Schande. Uiuiuiui, die kann ja nicht einfach irgendwelche Leute grüßen hier. Oh cool, die brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Können wir da losschicken. Zack, zack. Es sind noch ein paar angekommen. Wieder 400.000. Den brauchen wir auch nicht mehr. Sehr schön, sehr schön. Jetzt geht da nämlich hier schnell. Jetzt haben wir nämlich schon 2 Millionen. Ach doch, das geht schnell. Das geht rasend. Rasend. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht noch 2 Dinos raus. Dann geht's eh schnell. Wir machen den Spino. Hier ist die meiste, das meiste Wasser bei. Wohl Wasser können wir da hinten ja relativ fix machen. Ne? So, dann öffnen wir hier das Tor. Und dann lassen wir den Spino nachher hier mal durch. Dadurch. Aber jetzt vielleicht noch nicht. Es gehen nämlich die Ziegen da raus. What? Das sind manchmal Geräusche. Gibt das Wasser? Das haben die ja schon cool gemacht, ne? Wie sich das hier alles ein bisschen wegbewegt. Ist schon cool. Ist schon hübsch. Also ich könnte auch stundenlang wahrscheinlich Dinosaurier zugucken eigentlich. Warum sieht unsere Kamera zwar mitbewegt, verstehe ich nicht. Letztendlich stehen wir ja nicht am Boden. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt haben wir schon die erste Kohle für den ersten Dino zusammen. Oder wir warten sogar noch mit Absicht auf die 3, aber das ist doch was länger. Da müsste die auch noch hergestellt werden, also... Nee, komm, wir nehmen den 2, wie wir es gesagt haben. Wir fangen mit dem Spino an. Haben wir auch noch selber noch, glaube ich, noch nie. Wir hatten noch nie einen Spino. Fangen wir mit dem Spino an. Wir sollten eigentlich sowieso eher Reserven haben. Deswegen ist das, was wir jetzt gemacht haben, vielleicht nicht so gut. Ein bisschen Geldreserve sollte man haben. Wer weiß, was noch alles passiert. So, mal wieder was trinken. Zwischendrin. Immer mal wieder was trinken. So, hier sind ja keine Schilder. So, Jurassic World. Andere Seite. Selbe. Das ist ein blaues Schild. Okay. Gelbes, was steht da drauf? Jurassic World. Rotes, noch ein rotes, ein grünes, ein
Aber dunkel. Es wäre cool, wenn man hier eigentlich Lampen einstellen könnte. Also so Lampen. Und wenn es dann so einen Wechsel geben würde zwischen hell und dunkel und so weiter. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Wenn man sowas hätte wie Tag-Nacht. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Boah, neun Stück. Boah. Zu lang. Neun Stück. Das ist ja der Wahnsinn. Neun Stück. Das ist richtig groß hier, das ist richtig. Wenn man sich überlegt, die Anlage ist schon riesig. Was man hier reinpacken kann an Dinosaurier. Was das bringt, ist Wahnsinn. Die richtigen Dinosaurier mit den richtigen Genomen, beziehungsweise, ja, doch, mit Modifikationen, sagen wir besser so. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da ziemlich viel reinmachen können. Was gibt's denn hier unten? Ein Gigantosaurus, Hikolosaurus, Cera. Was gibt's denn hier alles? Penta, Para, Stego, Brachios, Kamara, Deidonix, Deidonix. Deidonix. Weißt du was? Nehmen wir erstmal die. Und rechts nach links, sonst wird dann nachher wieder zu nix. Später wieder nix. So, wie lange brauchst du noch? Du hast 42%, 43, okay. Und dann geht's los. Hier haben wir 5%, 5 Sterne. Nicht also nur noch eine Dinosaurierwertung, dass wir reich werden. Geht ja dann meistens relativ zügig. Wow, falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Kein Problem. Oh, wir haben schon wieder Kohle gekriegt von irgendwie. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Wir haben wieder ein bisschen Kohle gekriegt. Das ist... Ist ja nett, ne? Ist ja nett. Das ist ja das, was ich sagte, wenn man das einigermaßen gut hat, ist man ganz gut Geld. Das haben wir beim letzten Mal ja auch herausgefunden. Wenn die Leute zufrieden sind, dann kriegt man ganz gut Geld. Passt da noch hin, ne? Kein Strom. Ach ja, das ist das, was ich meinte eben. Kacke. Dann muss ich dafür wieder Kohle ausgeben. Also egal. Oh, das ist jetzt auch komplett abgeschlossen. Was fehlt denn hier noch? Ah, was haben wir denn? Isla Sorna, Bewertung 3 Sterne. Nee. Nee, das ist ja das, was ich beim letzten Mal sagte, dass es sowas geben müsste. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Nee. Sowas gibt es. Du kannst selbst mit so einem Gyro-Ding rumfahren. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Kannst du hier so eine Fahrt durchmachen, durch alle Dinger quasi so und durchfahren. Das ist ja mal, das ist ja richtig geil.
Dann kannst du auch solche Dinger nachstellen wie ganz viele Gallimus in einem Haufen und dann T-Rex mit reinlaufen lassen und du fährst dazwischen drin und guckst dir dann an, wie der da rumjagt. Wenn es das Rudelverhalten geben würde und das Herdenverhalten geben würde, wäre das richtig, richtig geil. Und solche Szenen nachspielen wie bei Jurassic Park auch. Da gab es zwar die Gyro-Dinger nicht, aber bei Jurassic World gab es die ja. Aber bei Jurassic Park, wo die dann... Ja, boah, geil. Geil. Da habe ich Bock drauf. So, dann lassen wir mal frei den Spino. Gucken wir mal. Hübsch. Unser Spino, hübsch. Dum, 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 dum. Psst. Nicht so laut. Wald- und Graslandschaft. Ja, dir gefällt hier gar nichts. Dann gehst du halt mal dahin, wo du hin sollst. Mach dir der Turm auf. Den sollst du hin, falls er nicht weiß. Oh, Kacke. Jetzt kommt ein Tropensturm. Dein Ernst? Na gut, er war erst schon mal eingesperrt. Wie gefällt es dir da? Auch nicht so. Lauf weiter! Hallo? Oh. Ist nicht sein Ernst. Leg mich doch am Arsch. Komm gleich nochmal wieder. Muss hier die Leute hier reinlassen. Ja, zack. Muss ich erstmal hier machen. Eiswald auf Tropensturm, weil ich gerade keine Zeit mehr. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Du gehst so bitte rechts jetzt rein. Rechts rein. Vorschließen. Wie sieht's hier aus? Gefällt dir das jetzt? Es ist dir ein Müh zu wenig Graslandschaft. Ein Müh. Besser? Kann vielleicht noch einen Baum wegmachen. Besser? Mach dir noch ein paar Bäume weg. Also einen jeweils immer. So. Besser? Ich glaube ja. So, welche Struktur ist denn jetzt beschädigt? Hier unten. Alles klar. Unterwegs zur Reparatur. So, wir sind einigermaßen zufrieden. Er ist auch zufrieden. Also was heißt zufrieden? Er ist zumindest nicht unzufrieden, sagen wir es besser so. Wie sieht's aus mit Wald? Hast du eigentlich noch genug? Ich würde gerne da ein bisschen. Das sollte ja auch einigermaßen besser sein. Wieso haben wir denn nur so wenig? Achso. Könnten die Leute vielleicht einfach auch mal aus dem Schutzraum wieder rausholen? Ja, ist ja gut. Ja, Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Es tut mir leid. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ihr da noch drin hockt. Okay. Wieder raus. Wir haben hier so einen neuen Typen. Oh, wir können den Ding jetzt sogar zuerst machen. Wir wissen wieder mal unter schwierigen Bedingungen zu überzeugen.
Machen wir den noch zuerst, hm? Gästeverwaltung. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Ja, das ist das Größte, ne? Da machen wir da. Da machen wir nicht auf. Hier können wir schon mal aufmachen. So. Warum ist das jetzt nicht hochgegangen? Zu geringe Vielfalt? Okay, kann ich. Okay. Kann ich verstehen. Kann ich auch nachvollziehen, aber so krass jetzt auch nicht. Ist halt wieder nichts. Wow. Er ist halt nicht wirklich richtig zufrieden, ne? Das mit der Graslandschaft triggert ihn halt schon ab und zu mal noch. Ja, aber wir werden dich umbenennen in Spino. Nee. Wie frisst der den? Okay, er schnappt zu und portet sich dann die Ziege ins Maul. Okay. Das ist Dark. Wir könnten noch eine Einschienenbahn basteln. Haben wir darauf Lust? Eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Fossilien. So, die Expeditionskarte. Expeditionskarte. Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass wir jetzt hier unseren dritten Stern kriegen. Habe ich eigentlich gerade mitgehofft, aber irgendwie. Leider nein, leider gar nicht. Leider nicht. Leider nicht. Macht nichts. Wir nehmen einfach wieder einen neuen Auftrag an. Nehmen einfach mal wieder neue Aufträge an. Wir müssen das sowieso hierfür machen. Piep, piep. Danke. Gib mir das Geld ruhig. Gib mir das Geld ruhig. Ja, habe ich schon verstanden. Gib mir das Geld. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich akzeptieren mal an. Wir. 500.000 ist zwar nicht machbar im Moment gerade, aber ist auch nicht unerheblich weit weg, finde ich. Ich meine, klar, ja. Eine dauert noch was. Aber hier. Wir sind schon bei 485, 58. Schimmen wir nochmal was zu trinken ein. Die Zeit ist eigentlich eh schon wieder rum. Die halbe Stunde. Weil ich würde gerne sowas halbe Stunde länger machen. Weil sonst wird es zu lang immer. Weil ich werde immer wieder. Weil ich immer zwei Let's Plays aufnehme. Einmal in diesem Fall im Moment noch StarCraft und jetzt hier Jurassic World Evolution. Und dann wird es zu spät ab und zu mal. Ich hab das schon gemerkt, wenn es dann jedes Mal dann 40 Minuten oder fast teilweise 50 Minuten ist, dann sind es zweimal 50 Minuten, dann sind das anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Und dann wird das irgendwann zu lang. Deswegen so um die halbe Stunde. Wenn es mal was mehr wird, okay. Wenn es mal was weniger wird, ist es dann auch nicht schlimm. Aber sonst tut mir der Hintern auch zu viel wie vom Sitzen. So. Dementsprechend werden wir das hier gleich auch beenden. Zack. Schicken wir nochmal los. So, dementsprechend werden wir das jetzt hier auch beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge machen wir hier genau weiter. Die Krankheit dämmen wir noch ein. Schicken da jemanden hin. Oh, scheiße. Shit. Wie konntest du denn krank werden? Bei wem hast du dich denn jetzt angesteckt? Verstanden. Ach. Anfrage bestätigt. Ah, das ist so cool. Gut, dass ich einfach der alles machen kann. Ja, jetzt Helikopter hätten haben, ne? Wäre natürlich cooler. Aber mal nicht, jetzt fährt der Ewigkeiten. Egal. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Also bis dahin. Ciao.